Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Realms. Und zwar wird es das erste Splitter-Event geben oder Splitter-Beschwörung geben. Und in dem Video wollte ich euch ein bisschen darüber aufklären bzw. sagen, für wen sich die Splitter-Beschwörung lohnt und für wen eher weniger. Und zwar, ihr könnt, wenn ihr 75 Splitter sammelt, könnt ihr einen Helden, einen epischen Verteidiger namens Isolde bekommen. Und zwar kann man durch Events alleine 65 bekommen und durch Platzierung bei Events oder bei so einem Orakels kann man nochmal ein paar bekommen, sodass man insgesamt auf 120 Stück kann man maximal kriegen und 75 braucht ihr, dass ihr den Helden beschwören könnt. Das ist mal jetzt dazu. Das geht am 28.07. los, das ist ein Freitag, bis zum 15.08. Also das ist schon ein Stück Zeit. Gerade die ersten Tage oder hier bis zur Mitte kann man schon eigentlich den Helden bekommen, wenn man natürlich dafür Ressourcen bestimmt auch einsetzt, weil sonst kann ich mir vorstellen, wird es kaum machbar sein. Ja, das findet ihr erstmal bei Events hier unten. Findet ihr das? Und zwar hier, beschwöre Helden, um Punkte zu verdienen, die du für tolle Belohnungen sammeln kannst. Muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich zum Beispiel auslassen. Aus dem einfachen Grund, also nur Leute auslassen, die jetzt an dem Beschwörungsevent, bei dem die doppelte Chance war, dabei war und Helden bekommen hat zum Hochziehen. Dann lasst das aus, bitte. Es macht keinen Sinn, weil ihr habt hier keine andere Chance, bessere Chance. Oder steht auch nichts hier, sonst würde das, denke ich, dastehen. Also von daher würde ich da die Punkte definitiv nicht mitnehmen. Ne? So, dann habt ihr hier verdiente Punkte, indem du Ausrüstung und Artefakte im Ausrüstungsrate und im Artefaktmaterialrate plünderst. Gewinne Belohnung in Form von Punkten, wenn du Meilensteine erreichst. Ne? Das ist halt genau das, was man mitnehmen kann. Ausrüstung braucht man sowieso. Das ist halt so eine Sache, wie gesagt, die man mitnehmen kann. Ihr könnt euch auch hier anmelden, dass das im Kalender eingetragen wird, da kriegt ihr noch ein bisschen Belohnung, also denkt dran, trägt euch hier ein. Ja, für wen lohnt sich das? Für wen eher weniger? Wir können ja mal über den Helden drüber gehen. Also er ist wirklich kein schlechter Verteidiger. Das Gutste, die Gutste Isolde. Und zwar, sie hat erstmal eine bestimmte Aura hier, die sehr gut ist, oder ein Lord-Skill nennt sich das ja hier. Erhöht die Grundattribute um 10, wie immer. Alle Fraktionsverbündeten erhalten regelmäßig für 20 Sekunden ein Schild in Höhe von 20% der maximalen LP. Und je mehr Fraktionsmitglieder, desto häufiger wird Verteidigung des Nordens ausgelöst. Dann hat sie einen automatischen Gewährt, die Säule und Verbündete auf der linken und rechten Seite hin und wieder ein Schild von Höhe von 30% von ihrer maximalen LP. Die Schildstärke erhöht sich um 10% für jeden ersten erhöhten Blockwert von die Säule. Der Schild hält für 10 Sekunden. Schildmauer erhöht bei Aktivierung den Blockwert für verbündete Helden im Skillbereich um 1 und fügt ihnen persönliche Damage und Main Damage Reduktion zu. Und der Grundangriff löst bei jedem siebten Angriff einen Hieb aus, der alle geblockten Gegner einmal ein AOE-Damage zufügt. Ja, also es ist wirklich kein schlechter, auf keinen Fall ein schlechter epischer Champ. Aber meiner Meinung nach, das muss man erstmal sehen, wie hart es wird, das zu erfahren. Sonst ist es meiner Meinung nach nicht wert, weil ich habe zum Beispiel jetzt, ich weiß ja nicht, andere vielleicht auch, Livien, die hat wirklich als Verteidigerin Gutes, oder selbst der Ardet, der ist auch nicht schlecht, also, oder wer halt schon irgendwelche Legendären hat, das ist dann natürlich was ganz anderes, das ist klar, dann braucht ihr die natürlich nicht. Habt ihr jetzt, oder seid ihr jetzt gerade komplett am Anfang, das heißt, ihr habt übertrieben gesagt, 2, 3 epische, noch keinen legendären und so weiter. Und ihr braucht einen relativ guten Verteidiger. Dann könnt ihr das natürlich mitnehmen. Dann könnt ihr auch sagen, ihr macht bei dem Splitter-Event jetzt mit, weil dann braucht ihr erstmal Leute. Sonst bringt es euch ja nichts, Ausrüstung und so weiter zu fahren, wenn ihr die Leute nicht habt. Und es lohnt sich richtig erst Ausrüstung zu fahren bei Mythos und nicht bei legendär. Da lohnt sich Ausrüstung noch nicht groß zu farmen, das kann ich euch so schon mal sagen. Ja, also für die Leute, die komplett am Anfang sind, jetzt erstmal Helden benötigen,
Die können da auf jeden Fall auch das Splitter-Event hier mitnehmen, sodass ihr den Helden auf jeden Fall bekommt. Aber wie Leute, die jetzt am Anfang, seit Anfang an spielen und schon ein paar Verteidiger vielleicht haben, die können das mitnehmen, würde ich aber die Punkte anders holen und nicht über das Splitter-Event, weil ich würde an eurer Stelle die Splitter sparen. Für ein Double-Event, wenn mal wieder die doppelte Chance ist, einen epischen oder legendären zu bekommen, was mal gucken, in 3 Wochen, einmal im Monat vielleicht ist, werden wir sehen, da habe ich noch keine Informationen bekommen. Ja, das war es eigentlich jetzt zu dem Event, was ich euch da sagen wollte. Wie gesagt, ab Freitag geht's los, dann erfahren wir bestimmt mehr. Und ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen helfen und so die Richtlinie geben, ob ihr sie euch holen solltet oder eher nicht. Und den Rest erfahren wir dann, denke ich, in den nächsten Tagen, wenn es dann auch losgeht. Bis dahin ist ja immer noch Zeit. Ja, ansonsten, wer weitere Infos haben will, wer keinen Stream verpassen will und so weiter, kommt gerne bei mir im Discord. Da können wir darüber diskutieren. Kriegt ihr mit, wenn ich wieder am Stream bin. Oder auf Twitch dann Capodaster1 suchen. Da findet ihr auch meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, wie immer, sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.